Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute wollen wir mal natürlich noch versuchen, die Aufgaben zu erfüllen in den Clan-Spielen. Zum anderen wollen wir gucken, ob es vielleicht ein neues Spiel geben wird von Supercell mit dem Namen Rush Wars. Und es gibt eine Internetseite, beziehungsweise es gibt schon die sozialen Kanäle dieses Spiels, nämlich Instagram, Twitter, Facebook, YouTube und so weiter. Wo schon kommuniziert wurde, nämlich gestern am 23. August, 20.03 Uhr, what could this mean? Also, was könnte das bedeuten? Es ist so ein Spielautomat, der einschlägt und es steht da 26. Beta. Und jetzt kann man natürlich wieder spekulieren, ich habe da auch noch keine Informationen, was uns da erwarten könnte, von daher kann ich frei von der Leber mit euch ein bisschen spekulieren. Also, Beta bedeutet natürlich, es ist dann entweder ein Spiel oder ein Programm. Da es mit Supercell in Verbindung steht, wird es wohl ein Spiel sein. Also ein Spiel, bei dem die Beta am 26. August oder hoffentlich nicht am 26. Nee, es kann ja nicht sein. Nee, es kann nicht sein. Es gibt ja auch schon eine Premiere, die angekündigt wurde für morgen für 10 Uhr deutscher Zeit, wo man ja dann wahrscheinlich wissen wird, was es ist. Von daher wird dieses Spiel oder dieses Programm dann, ja, am 26. August enthüllt werden, dann sehen wir, was es damit auf sich hat, mit diesem Spielautomat, der in den Boden hineinkracht und dann steht da 26 Beta im Titel, beziehungsweise da drin und auf der YouTube-Seite, wo man die Premiere schon sehen kann, also beziehungsweise man kann sehen, dass sie angekündigt ist für morgen für 10 Uhr, aber noch zum Checkout verschieden, nein. Da sehen wir schon ein Bild, Rush Wars, es sieht halt wie ein Spiel aus. Es sieht wie ein Spiel aus. Vor allem, was ich immer so geil finde, bei Supercell sind immer diese geilen Zeichnungen. Wobei, bei Brawl Stars fand ich das nicht. Bei Brawl Stars ist so von der Aufmachung her, vom Stil der Zeichnung ist das nicht mein Fall. Aber beim Rest der Spiele immer richtig gut geworden. Und was hat er da? Der hat so ein, wie nennt man das Teil? Wo der da so, Megafon. Er hat ein Megafon in der Hand, der Kollege, und hat so ein rotes Stirnband, hat einen geilen Schnurrbart, hat eine Kauleiste, die aus einem großen gebogenen Zahn besteht. Das Logo ist hellblau, dunkelblau mit zwei Sternen. Vielleicht kann man da ja schon irgendwas ableiten. Und es sieht so aus, als würde der Kollege mit seinem Megafon irgendjemandem ins Ohr brüllen. So sieht das aus. Ah, sieht schon ziemlich lustig aus. Ich bin so gespannt und ihr könnt auf jeden Fall davon ausgehen, wenn das Spiel kommt. Ich werde viele Folgen machen, wahrscheinlich. Also, wenn es mir gefällt. Ich bin niemand, der dann sagt, wenn das Spiel Mist ist oder so, dann werde ich wahrscheinlich nicht viele Folgen machen. Aber wenn das Spiel gut ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da auf jeden Fall einige Folgen kommen werden. Ich freue mich schon drauf. Ich habe ja sowieso mal gesagt, ich wünsche mir mal wieder etwas mehr Abwechslung hier. Also mal etwas, was nicht Clash of Clans ist, im besten Fall. Deswegen, ja, da freue ich mich schon drauf. Hoffentlich wird das Spiel gut oder das Programm. Ich glaube, wir können aber davon ausgehen, es wird ein Spiel. Dann ist halt die Frage, wenn es eine Beta ist, ist es eine geschlossene Beta? Ist es eine offene Beta? Wo wird das verfügbar sein? Ist es wieder ein Soft-Launch, dass Supercell sagt, wir bringen das wieder in ein paar Ländern raus? Oder wir machen eine Beta, wo man sich eintragen muss? Oder wir werden es sehen. Dieser Angriff war nicht gut hier, allerdings muss ich für die Clan-Spiele muss ich Prozente holen und ich muss mal von dieser Taktik abweichen mit den ganzen Lakaien. Ich glaube, davon muss ich abweichen. Und wenn ich mir das Bild so angucke, ich weiß halt nicht, in welchem Universum das spielen soll. Also Boom Beach hat ja keine Verbindung zu Clash of Clans oder Clash Royale. Das spielt ja in einer anderen Zeit. Das hier sieht eher so ein bisschen aus wie Boom Beach von der Zeichnung her. Auch durch das Megafon und dass der Typ vielleicht so aussieht wie ein Soldat oder so. Oder ein General, ne, General nicht. Aber vielleicht wie so ein Soldat oder so. Könnte vielleicht dann eher darauf schließen lassen, dass da vielleicht das eher so in die neue Epoche geht. Oder dass das eher der neuen Epoche zugeordnet werden kann. Und wir nehmen mal aber hier bei der alten Epoche. Super, Clash of Clans wird natürlich bleiben, Leute. Keine Sorge, Clash of Clans wird uns natürlich weiterhin auch noch beglücken. Und Clash of Clans wird uns natürlich auch noch weiterhin beschäftigen. Nein, wir wollen jetzt hier erstmal ein bisschen angreifen. So, einmal verteilt. Moment. Zack, zack. Eigentlich gar nicht mal schlecht, dass jetzt hier noch der Wachposten ist. Da können sich jetzt erstmal meine Leute dann in aller Ruhe drum kümmern. Und wenn der Wachposten weg ist, ja, dann, ich muss halt gucken, dass ich noch irgendwie
dass ich irgendwie die Mauern kaputt bekomme. Das ist jetzt so gerade mein Problem. Und übrigens, diskutiert gerne mit in den Kommentaren, was denkt ihr, was wird Rush Wars sein? Wenn es ein Spiel ist, also, wenn man sich das mal ja überlegt, Rush, also rushen, schnell vorgehen, Wars, also Kriege, ein sehr schneller Krieg, wo man schnell vorrücken muss? Ich weiß es nicht, also... Es ist vielleicht gar nicht mal schlecht, dass ich keine Informationen habe dazu, aber wie gesagt, wenn ich mir das jetzt mal so, wenn ich das mal so herleiten müsste, ein schnelles Spiel, wo es um Kriege geht. Ob es dann ein Multiplayer ist oder ein Einzelspieler ist oder sonst was ist, ich weiß es nicht. Müssen wir uns auf jeden Fall gedulden. Ich wollte euch auf jeden Fall auch dann informieren und auf jeden Fall auch die sozialen Kanäle dieses Spiels oder sagen wir es ist ein Spiel, sagen wir es ist ein Spiel, die sozialen Kanäle dieses Spiels auch hier drunter verlinken, dass ihr euch das auf jeden Fall mal angucken könnt, was es denn damit so auf sich hat. So, jetzt haben wir 56% und hoffentlich holen wir noch ein paar Prozente. Ihr seht es, also es liegt meistens nicht an den Angriffen. Meine Bases werden nur immer ganz gut zerlegt. So, zuletzt wurden meine Bases immer richtig gut zerlegt hier. Weil das ist etwas, was nicht so gut ist. Wir sind wieder über 60%. Komm, einen noch. Schaffen wir das noch? Ja, haben wir noch. 64%. Ach komm, das muss doch mal reichen. Oder? Yes. Na, endlich mal ein Sieg. Ey, wir haben's. Wir haben's abgeschlossen, Leute. Na, wer sagt's denn? Wir sind bei 151.000 Punkten. Oh, ich habe keine gute Aufgabe. Was haben wir hier? Gewinne 3 Duelle. 3 Sterne und 2 Kanonenkarren. Okay, das scheint etwas besser zu sein. Das kriegen wir doch hin, oder? Ich glaube schon, dass... Oh, dunkler Zirkel. Ein Deutscher. Hier würde ich eigentlich ganz gerne die andere Taktik nehmen. Aber okay, dann machen wir das mal so. Kommt da noch einer hin. Wir werden jetzt hier noch warten. Ist irgendwo... 100% wird irgendwo eine Bombe sein noch. Eine Mine, eher gesagt. Ja, läuft nach da. Bedeutet, er könnte... Die Superpacker könnte sich jetzt ein bisschen verdrücken da. Okay, wir müssen helfen. Müssen wir da jetzt mal eben ein bisschen helfen noch? Ah, die Kanonenkarre kommt. Die Kanonenkarre wird jetzt helfen, mal eben den Wachposten zu besiegen, hoffentlich. Das, wenn wir den Wachposten jetzt schon mal hätten, das wäre gut. Ich setze schon mal direkt einen hinterher. Der ist weg. So, der Turm ist auch weg. Perfekt. Ich kann da schon mal einen setzen. Nein! Falsch gelaufen. Superpacker ist falsch gelaufen. Oh, wollen wir noch... Haben wir immer noch eine Kanonenkarre? Boah, jetzt wird's knapp langsam. Okay, das war nix. Das wird aber schwierig jetzt. Das wird aber richtig schwierig jetzt. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir jetzt aus dieser Nummer wieder rauskommen. Das wird schwierig. Hier jetzt noch die Maishöhle zu kriegen. Okay, bitte. Ja, die Kanone. Das wird nichts. Nein, das wird nichts. Komm, hau doch noch einmal auf den Megatesla, mein Gott. Hau doch noch einmal auf den Megatesla. Ja, das wird jetzt natürlich knapp werden. Das war ein richtig schlechter Angriff. Das war, glaube ich, mein schlechtester Angriff der letzten 8 Jahre. Das ist immer so, gegen Deutsche, da habe ich immer die Scheiße am Schuh. Ohne Witz, da läuft immer gar nichts. Gegen Deutsche läuft immer gar nichts. Komm. Ach. Aber wenigstens noch die Doppelkanone, ja. Wenigstens noch 56%. Oh lol, wir haben gewonnen. Oh Mann. Aber nur ein Stern bedeutet, wenn wir jetzt zumindest noch 2 Sterne holen würden, dann hätten wir doch zumindest noch... Ja, zumindest ist es noch geschafft, ne? So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich will machen das ruhig mal so. Wir machen das ruhig mal so. Gucken wir mal. Ja. Kümmert euch bitte um den Wachposten da unten. Und ich kann es nochmal wiederholen. Gerne eure Meinung, eure Wünsche, eure Tipps, was es denn mit Rush Wars auf sich hat, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin super gespannt, muss ich wirklich sagen, was ihr da so, auf was für Ideen ihr da so kommt und ob ihr dann, wenn die Premiere morgen startet, ob ihr dann recht habt oder nicht. Da bin ich mal gespannt. Das wäre nicht, falls ich morgen dann eine Folge dazu aufnehmen sollte, dann, das wird sowieso passieren. Wenn das Spiel draußen ist, werde ich versuchen, natürlich da dran zu kommen und eine Folge aufzunehmen, ist ja logisch. Da bin ich mal gespannt. Nein, die laufen alle vorbei. Ach nö. Die sind alle vorbeigelaufen. Die Superpacker. Sind alle nach außen gelaufen. Oh Mann. Oh, jetzt. Sie hat die Kurve gekriegt. 49%. Okay, wir werden definitiv 2 Sterne holen hier. Wir werden auch
Wahrscheinlich. Gewinnen? Das werden wir noch sehen. Komm. Ja, Meister ist down. Oh, die beiden. Werden die down gehen? Einer. Einer ist down gegangen und wir werden definitiv auch locker über 60% holen. Auch wahrscheinlich. Boah, ja, ich glaube sogar. Ich glaube sogar 70. Ich glaube, das kriegen wir hin. So, 64. Ja, schnappt ihr noch das Lager? Dann sind wir bei 66. Die Kanone hat kaum noch Trefferpunkte. Der Tesla hat kaum noch Trefferpunkte. Nein. Nein. Ja, da sind wir wieder bei der Luftlinie. Da sind wir wieder bei der Luftlinie. Och Gott. Diese Kampfmaschine. Hoffentlich wird das neue Spiel besser werden. Das hat mich jetzt den Sieg gekostet. Ernsthaft? Aber wir haben's. Wir haben's abgeschlossen und ich kann sogar schon wieder was ausbauen. Und wir machen ruhig mal ein Goldlager. Wir bauen das ruhig mal aus. Ich möchte aber noch einen Angriff machen. Vielleicht können wir noch irgendwas machen. So. Jetzt sind wir bei 2850 Punkten. Jetzt lass mich noch was abbauen, bitte. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel zum Abbauen. Eins, zwei, oh. Da ist noch ein Bäumchen irgendwo. Reicht das? Reicht das zum Abbauen? Wir werden es sehen. Wir lassen es mal eben abbauen. Allerdings will ich ja nochmal angreifen. So, Dr. Funk, Top War, Kanada. Okay, wir probieren nochmal meine Spezialtaktik. Die besteht nur aus denen hier mit zwei davon. So, und jetzt von oben Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, dann zweite Reihe hinterher. So, es ist diese Taktik ist so experimentell. Ich habe keine Ahnung, ob sie funktionieren wird. Zack, 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 ihr noch da oben hin? Ja, Wachposten schon mal down. Jetzt fangen sie gleich hoffentlich schon mal an, sich um die ganze Luftabwehr zu kümmern. Das ist eine sehr experimentelle Taktik. Wobei, letztes Mal habe ich, glaube ich, genau gegen diese Base mit der Taktik 70% einen Stern geholt. Aber, naja, ich probiere aktuell mal wieder so ein paar Taktiken durch. Ist schon einiges down von der Luftabwehr. Oh, das könnte halbwegs funktionieren. Wir werden mal sehen, dass die Kampfmaschine gleich genau dahin läuft, ja, wo wir sie halt auch hinhaben wollen, ne? Na, wenn der Zerschmetterer noch down wäre, das würde ich natürlich feiern. Ja, ist er. Die Frage ist jetzt, von wo laufen wir jetzt dahin? Oh ja, ja, ja. Okay, die Kampfmaschine visiert jetzt den Megatesla an, was für uns natürlich schon mal sehr gut ist. Riesenkanone lebt noch, die ist gar nicht mal so mächtig. Komm, Einschlag, zwei Schläge. Oh Gott, braucht zu lange für den Megatesla, da war noch zu viel Verteidigung. Fast so wie letztes Mal. Aber ich schaffe das irgendwann noch. Irgendwann werde ich die Base noch knacken. Ich kann es euch versprechen. Irgendwann knacken wir sie noch. Ah ja, wir wollten noch was abbauen. Haben wir es denn dann? Ja, dann haben wir es. Dann haben wir wieder weitere Punkte. Alter, 151.000. Wir haben 43 Leute. Alle haben Aufgaben angefangen. Und wir haben schon 13 Leute, die maximalen Punkte haben. Da ist er. Der Frederikson-Account hat auch schon das geschafft. So. Wir könnten das gewinnen gegen den MBF-Clan. Ich weiß noch nicht genau. Morgen werden wir mehr erfahren. Und ja, damit sind wir am Ende von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch mal bei den Rush Wars sozialen Kanälen vorbei. Lasst bei mir auch mal ein Like da. Und dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.